Добрый день. Was? Mehr kann ich nicht. Ach, neue Folge, Start auf die Kake. Moin. Los, 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 los. Keine Wenn Zeit. Wenn du den Freak siehst, dann halt da mal. Okay. Hä? Na, ich hab angehalten. Na, wo siehst du den denn? Ein Beifahrer. Mensch, zum Killen. Alter, oh. Der kann nicht fahren. Lass wechseln, bitte. Wechseln. Ist das hier ein Freak? Oh, hier, hier ist er, ja. Lass den töten. Oh, nice. Kopfgeld abgeschlossen. Ich kann nicht einsteigen, wenn du vorbeulst. Sitzt sie jetzt auf dem Beifahrersitz? Deshalb kam ich da nicht rein. Jetzt muss ich doch still und kriechen, getötete Zombie. Was ich doch bestimmt auch einfach durchdüsen, oder? Dann kommst du zumindest da zu der anderen Straße jetzt. Und links noch ein bisschen hoch. Und dann einfach da jetzt mal geradeaus. Jetzt rechts. Jetzt einfach geradeaus, dann kommen wir direkt auf die Straße. Jetzt nach rechts. So, na, ich will doch zum mysteriösen Händler. Ach ja. Der hat die drei. Der hier in diesem riesen Schuppen steht. Sprich hey, mit Genie. Dieser Enklave handelt. Kampftrainingsanleitung. Der hat eine Kanone. Der hat einen Granatwerfer. Oh. Kostet aber 1500 Ansehen. Machst du bestimmt genug. Schweres Aufwertungskit hat er auch. Was für ein Aufwertungskit? Schweres Aufwertungskit. Was ist denn ein leeres Aufwertungskit? Schweres. Ach, schweres. Schweres. Wähle mit Hilfe deines Basismenü die Option Auto aufwerten in einer Parkplatzanlage mit einem Fahrzeug aus, um zu sehen, wie es aufgewertet wird. Na, die kann man ja irgendwie noch panzern oder irgendwie sowas. So, dann gibt's das noch in leicht, mittel, ja und schwer. Dann gibt's einen Stabilisierungsschaum, militärische Notfallausrüstung, installiere diesen Mod in einer Krankenstation, um die Fähigkeiten zu erlangen, schnell Gesundheit wiederherzustellen. Messing-Sammler, installiere diesen Mod in einer Schießanlage, um die Trainingszeit zu verkürzen. Haben wir eine Trainingsanlage? Ich glaube nicht. Kannst du nicht gleichzeitig reingucken? Nee. Das Problem ist aber, glaube ich, dass es hier keine Munition dazu gibt. Also ich kauf nichts. Dann kannst du noch mal reinduschern. I got some stuff to trade. Sounds like a plan. Anone. Hat Anone? Ist das der? Ja, unten der steht ja bei der Munition. Kanone. Siehst du, Granatwerfer. So, ich würde aber trotzdem jetzt erstmal dann noch mal zurück. Müssen wir denn jetzt komplett ins Hauptlager zurück oder? Den Kram abgeben müssen wir doch eh dann. Aber ja, so und in den blöden Außenposten geht das nicht. Nur die Rucksäcke zumindest nicht, die Ressourcen. Ja. Die für mich ja eh nicht zählen. Aber ich kann ja trotzdem gleich mal gucken. Ich glaube, ich kaufe so eine Knarre, ey. Bringt uns denn so eine Mod was mit diesem Auto? In einem Auto weiß ich nicht, hab ich noch nicht probiert. Nimm doch da die Schwere. Oder ich nehm die und geb dir die dann. Ah, ich hab keinen Platz mehr, um irgendwas zu tragen. Das ist das Problem. Weil wenn du jetzt was kaufst, kannst du es ja nicht in den Rucksack nehmen. Wieso nicht? Ja, außer du hast noch einen Slot frei. Ja, hab ich. Ich hab das jetzt gekauft, zack, was soll's. Weil ich hätte nämlich sonst diesen Aufwertmod da mal genommen, dass man mal guckt, wie man Fahrzeugpanzer hat. Warte mal, ich suche jetzt mal diese Story-Mission aus. Müssen wir scheinbar ins Lager führen.
die Story-Mission? Na, die Hauptmission. Ich weiß aber nicht, wo ich jetzt lang muss. So. Und dann gleich rechts. Ja. Da so ein Zombie am Hängen. Dann gleich rechts bin ich sofort abgebogen. Oder war was Lautes? Ja, so also bestimmt so ein Dicker wieder. So ein Hulk? Stimmt. Oh nee, doch nicht, hey, aber. Nee, ich denke mal, so ein Boomer oder so war das. Oh, nee, laufen. Alter, rennt wieder weg. Ich wollte ihn abschießen. Ja, das ist doch so ein Boomer-Typ. I like company, but this is getting ridiculous. We need to ridiculous expand. Bist du. Also, es gab 5 Schuss dazu. Come on back and help me clean house. Oh, gleich kommt wieder Verteidigung. Die 5 Schuss. Na, hab ich zu der Knarre dazu bekommen. Weil du. Aber warum? Wieso? Na, beim Kaufen. Achso. Ja, in der 5 Schuss, ja. Also, du hast aber nicht den. Dings ich hab nicht den Granaten, nein. Da werden irgendwie 10 Schuss oder so dabei gewesen. Wolltest du das Toolkit drin lassen? Nee, nee. Na doch, ist doch praktisch. Oder nimmst du das gleich zur Reparatur, das mache ich ja. Nee, ich pack das wieder rein. Tanken müssen wir irgendwann wieder. Weil ich will jetzt eigentlich die Muni nicht verballern hier, die ich hab. Muss hier die Prinzessin sowieso gleich einmal schlafen lassen. So, hast du nochmal 5 Materialien bekommen. Das war's schon. Dann muss ich jetzt Eric suchen. Wo bist du? Wie kriege ich denn hier Munition? Bist du echt so vergesslich oder was? Hä? Wie vergesslich? Wie zum Herstellen? Nee, hab ich. Oh, ey, manchmal. Ja, aber ich bin doch hier wieder fast leer. Was soll die Scheiße? Ja, wenn du andauernd rumballerst, ist ja kein Wunder. Ja, ansonsten macht das ja keine Laune. Wenn der muss ja auch schon ein bisschen, ne? Hä? Ein neuer Anfang, Eric. Ah. Okay, ach, ich muss Eric nehmen für die Mission. Wenn du so ein. Ich glaube von dem Bester Auftragstypi, wenn du da eine Belohnung bekommst, ist das glaube ich an den Charakter gebunden, kann das sein? So, ich wechsle gerade Charakter, ne? Das ist so Info. Ist das gleich um die Ecke oder müssen wir fahren? Ne, das ist hier in der Basis. So. Du quatschst da die ganze Zeit mit denen. Und ich guck hier zu. So, das war die Mission. Das war's schon, okay.
So, was ist das nächste? Begründe ein Vermächtnis. Mhm. Wozu soll ich da jetzt hin? Erreiche Ziele, die den Entführer vorgegeben haben. Ja, und was gibt er vor? Das hier. Achso, so ein komisches Buch habe ich ja sogar noch, ne? Was sollen wir denn jetzt? Ich habe gerade keine Ahnung. Was du machen sollst, oder? Da steht jetzt einfach, erreiche die Ziele, die dein Anführer vorgibt, um die Story deiner Gemeinschaft abzuschließen. Hä? Storyziel. Begründe ein Vermächtnis, steht bei mir. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Das, da geht er hier irgendwo hier hinten hin. Ist das dein Marker? Ja, den habe ich einfach gesetzt. Ich weiß nicht, wie man den wieder verschwinden lässt. Erreiche die Ziele, die dein Anführer vorgibt, um die Story deiner Gemeinschaft abzuschließen. Hä? Ich vermute mal, der wird irgendwann wieder lossabbeln oder so und dann uns eine neue Mission geben, keine Ahnung. Dann lass uns nochmal zu den Schluckspechten rüber, da gibt es scheinbar noch was. Ich denke mal, wir sollen jetzt wahrscheinlich alle Nebenmissionen hier klären. Eventuell im Süden noch diese grünen Flecken da wegmachen, diese Häuser befreien. Wo wir unten waren. Hätte er ja auch sagen können, theoretisch dann. Weißt du? Und dann sind wir da wahrscheinlich durch. Und dann sagt er, bitte beam nicht jetzt auf die Nachbarmap. Beam me up, Scotty. Ich mach mal noch kurz hier die Nebenmission mit dem Benzinscheiß. Zack. Ist da auch noch was? Weiß ich nicht, ich hab jetzt schon meinen Sack. Oh, Horde. Ich finde das immer so geil, dass die Horde null reagiert, obwohl der Typ da die ganze Zeit ballert. Das Gute ist jetzt, ich brauch dich ja eigentlich gar nicht mehr beschützen. Weil ich einen Kamerad habe, ja. Ja, weil die Tante dir die ganze Zeit hinterherläuft. Ja, das verstehe ich gut. So ein Popo-Kriecherin, das hat nämlich. Mhm. So. Ja, dann lass uns doch mal zur Enklave dahin und dann, wenn das. Erst hinfahren oder erst Päuschen? Dann können wir noch hinfahren, schnell. Okay. Wenn dein Fahrzeug beschädigt ist, kannst du es mit einem Toolkit reparieren. Okay. Und wenn dieser Tipp kommt, heißt das, dass es leicht. Kaputt, ja. Geh ich mal von aus. Sagst, wo ich hin muss? Rechts. Oh, ein bisschen zu doll eingelenkt, sorry. Oh. Das war wieder so ein Freak, ja. Weil der hab auf einmal auch so erachtet. Schnell losgelaufen ist. Ich bin eigentlich dran vorbeilaufen und der ist aber losgesprintet. Die Freaks sind auf vier Beinen eigentlich. Ne, der war auf zwei. Wieso einer hier? Jetzt links? Ja. Jetzt bin ich gegen LKW. Achso, jetzt habe ich einfach ja gesagt. Ja, war richtig. Rechts. Rechts. Links. Da können wir ja schon fast tanken jetzt, oder?
Oh, der Dick ist immer noch da. Oh, der hat sogar erzählt als Leichter. Wer ist noch da? Der Dicke. Hey, jetzt kannst du doch nicht hier machen, das ist ja blöde, verstehe ich nicht. Also lass uns die gelben Punkte da abgrasen. Ja, kommen wir vorher nochmal zum Kopfgeldjäger dann? Na, fahr doch. Da kommen wir dann vollkommen an. Der ist gleich um eine Ecke, ne? Ich markiere mal. Na, zack. Nächste links und dann. Jetzt muss ich aber einmal rechts, oder? Um da hinzukommen. Ja. Und dann links. Weil ich habe jetzt zwei Missionen, die ich da abgeben kann. Zwei! Was an. Greetings. Sprich. Welchen wir überhaupt? Are you willing to see to a task that needs doing? Oh, nice. Alter. Aber irgendwas gibt's hier Special-mäßiges jetzt, kann das sein? Keine Ahnung. Trifecta-Paket ist im September neu und wie so bunt mit Farben und so. In Farbe und bunt. Es gibt hier sogar einen Rucksack. Da kriegst du einen Rucksack, wenn du hier Ressourcen sammelst. Observed population density in area designated Trumbull Valley is beneath baseline target. Citizens are instructed to relocate to area designated Trumbull Valley at their earliest convenience. Sorry folks, just a little radio malfunction there. Please, go about your business. Ah, siehst du, jetzt habe ich nämlich eine neue Mission von Eric gekriegt. Mhm. Jetzt müssen wir wieder zur Basis dann. Okay. In den nächsten Vulgi. Bitte bedanke dich. Warte, ich will mir schnell noch die Waffen angucken. Mal hier. Kannst du eh nicht mit umgehen. Siehst du? Schon daneben geschossen. Also ich hab da auf den Baum geschossen. Na, siehst du daneben. Und die hier. Nice. Und dann wieder, oh meine Gott, die Munition ist alle. Das ist richtig, ja, ja, ja. We better clear out some infestations before we're up to our ass and Z's. Spitze, bedanke dich. Spitze, bedanke mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.